Ich würde sagen, da kann noch mehr Metaxa rein. Super. Langsam und zärtlich. Wunderschönen guten Tag. Willkommen in der Hood Cuisine. Der wird heute nicht weggezwirbelt, der wird heute verkocht. Also auch nicht ganz, aber mit Taxa Styles. Ich habe es ein bisschen abgeändert, minimalst heute. Ich wusste, dass Gyros Schweinefleisch ist. Ich fahre aber nicht so auf Schweinefleisch ab, Leute. Deswegen habe ich Lamm genommen und ich habe die Champignons rausgelassen. Aber sonst machen wir alles nach Rezept. Montag, Mittwoch ab 18 Uhr versuche ich immer am Start zu sein mit der Hood Cuisine. Also, die Nudeln haben wir, das Fleisch haben wir. Eine Paprikaschote, zwei Zwiebels. Zwiebels mit Z auch. Ich frage mich schon, wenn wir viel CL hiervon brauchen, was wir da mit dem Rest machen. Trinkt man eine Taxa mit Cola oder was? Also ich frage für einen Bekannten. Tomatenmark, Schmand, Schlagsahne, mit Taxa, geriebener Käse, Salz, Pfeffer, Paprikapulver. Für alle neuen Ausrufezeichen kochen. Nicht, dass ihr denkt, ich mache hier auch Sterne Koch. Ausrufezeichen kochen, da wisst ihr, warum die ganze Sache hier losgeht. Ich war einfach King Lieferando. Ey, in Berlin, du kannst überall essen, du kannst alles bestellen. Deswegen kamen wir irgendwann nächtlich auch beim Just Chatting auf die Idee, ey, lass kochen. Und niemand hätte gedacht, dass mir das so Bock macht, die ganze Angelegenheit. Deswegen sind wir heute hier, Leute. Step by step, oh baby, wie schon die Nukits on the Block gesagt haben. Naomi cook the noodles. Abgeschweift wieder. Und weg. Und fliegender Wechsel. Und ein bisschen Öl rein. Zack, zack. Wir haben hier, wie gesagt, wunderbares Lammfleisch vom Metzger. Meines Vertrauens, schön mariniert. Nach Gyros Art. So, die Nudeln machen wir jetzt schon mal in die Auflaufform hier rein. Ich glaube, das wird der krasseste Auflauf bis jetzt. Wisst ihr warum? Weil wir noch nie einen Auflauf gemacht haben. Gemüse in demselben Öl anbraten. Hier. Bis jetzt, jedes Gericht, was ich hier koche, koche ich das erste Mal in meinem Leben. Bis jetzt auf eine Lasagne oder so. Aber die Dinger hier, die wir die letzten Male gekocht haben, egal ob es Mac and Cheese ist oder was weiß ich was, Shakshuka oder auch das hier, sind Rezepte, die ich aufs Chefkoch mir aussuche und dann koche. Das allererste Mal. Also wie gesagt, wir wollen hier keinen auf Chief Gonzales machen. Ich würde sagen, da kann noch mehr Taxa rein. Nudel, geiles Lammfleisch, Paprika, Zwiebeln. Und jetzt kochen wir die nochmal auf, knallen die drüber. Super. So, wir böllern die jetzt drauf. Langsam und zärtlich. Jetzt läuft es da schön runter. Und jetzt hauen wir da natürlich, wie soll es anders sein, Speckel Gouda drauf. So, 180 Grad, erstmal 20 Minuten. Und dann gucken wir einfach. Die sagen 20 bis 30 Minuten. Ihr seid live dabei. Was sagt er? Ist geil?